Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Ich begrüße unsere Gäste aus Frankfurt, mitgereisten Vorstandsmitglieder, Pressekollegen, den Trainer Hans-Jürgen Beusen sowie unseren Trainer Friedhelm Funkel und darf den erfolgreichen Gästetrainer gleich um sein Statement zum Spiel bitten. Ja, wir sind mit zwei Spielen angereist, die alles andere als optimal für uns gelaufen sind. Man weiß dann die schwere Aufgabe, insbesondere wenn man dann auch hier auf dem Tivoli spielt gegen einen Gegner, der auch mit aller Macht das Tor, den Punkt oder gar den Sieg anstrebt. Darauf waren wir vorbereitet. Wir wollten auch tief stehen aus der Defensive, die Kontersituation versuchen zu nutzen. Wenn ein Gegner unbedingt ein Tor schießen und gewinnen will, dann muss er kommen. Und ich denke, wir haben es ganz ordentlich gemacht. Es war in der 15. Minute vielleicht noch dieses Übergewicht der Atmer. Aber ich denke, dass wir ihn gut gestanden haben und das Tor. Es war eben wieder mal eine Standardsituation und darüber waren wir nicht glücklich. Wir haben direkt auf so offensive System umgestellt. Ich denke, nach der Pause insbesondere waren wir nicht nur hoch gestanden, sondern konnten auch Druck entwickeln. Wir haben dann zwei wunderschöne Tore erzielt, beziehungsweise Chrysanthus, der sicherlich der Mitspieler war, kaltblütig vom Tor. Er hat es in der ersten Halbzeit schon angedeutet, als Hochmeier ihn bedient hatte, wo er knapp am langen Eck vorbeizielte. Danach hat er es besser gemacht, er wurde gut bedient, aber er hat insbesondere sehr, sehr kaltblütig abgeschlossen. Und das war natürlich auch für uns balsam für die anstehende Länderspielpause, wenn man sich wieder 14 Tage auf die nächste schwere Aufgabe gegen Cottbus vorbereiten kann, dass wir den Abstand haben vergrößern können nach hinten, auch wenn noch einige Spiele ausstehen. Das waren für uns drei eminent wichtige Punkte, auch für unsere Weiterentwicklung. Wir hatten nicht nur wieder viele Neuzugänge, sondern eben auch beide Bahnen, defensiv und offensiv, mit ganz jungen Spielern besetzt. Da ist es nicht selbstverständlich, dass man solch eine schwierige Aufgabe mit drei Toren, mit einem Sieg löst. Mit Texera rechts in der Defensive, davon der junge Hofmeier mit 17, links Marcel Gauss mit 21 und davor Chrysanthus. Das sind alles blutjunge Burschen. Wir haben einen guten Job gemacht. Natürlich gilt es der Mannschaft insgesamt ein Kompliment zu machen. Und es ist keine Floskel, wenn ich sage, dass ich überzeugt bin, dass der Friedhelm es wieder schafft, mit dieser Mannschaft Erfolge zu erzielen, da hinten rauszukommen. Aber irgendwo war ich natürlich froh, dass er noch relativ jung hier ist. Die Handschrift, die kommt nicht von heute auf morgen. Ich drücke alle mal ja die Daumen und wünsche alles Gute. Dankeschön. Danke, Herr Beusen, für die guten Wünsche. Und ich darf das Wort gleich weitergeben an unseren Cheftrainer Friedhelm Funkel. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an Herrn Zürgen und an FSV Frankfurt für die drei Punkte. Für uns wäre es natürlich auch unglaublich wichtig gewesen, wenn wir das Spiel nicht nur 45 Minuten, sondern über 90 Minuten so gestaltet hätten, wie ich mir das gewünscht habe. Das haben wir leider nur 45 Minuten geschafft. Dort haben wir agiert, dort haben wir so gespielt, wie das im Moment für diese Mannschaft möglich ist. Wir haben nach vorne gespielt, wir haben einige brauchbare Möglichkeiten auch gehabt, sind dann auch in Führung gegangen und haben uns eigentlich für die zweite Halbzeit vorgenommen, so weiterzuspielen. Aber wie das Gebilde der Mannschaft dann ist, hat man nach dem unnötigen Ausgleichstor gesehen, ein Fehlpass von Sergio Radu in die Füße des Gegners. Sie haben blitzschnell umgeschaltet und haben dann das 1:1 gemacht. Und da hat man gesehen, dass das Nervenkostüm auch im eigenen Stadion noch nicht so gefestigt ist, um solch einen Rückschlag wegzustecken, um dann eben so weiterzuspielen, wie wir das in den ersten 45 Minuten gemacht haben. Dann kassieren wir noch das 1:2, auch wieder eine Aktion, die unnötig war, mit dem verursachten Freistoß auf der linken Seite. Der Gegenspieler steht mit dem Gesicht zur Tribüne. Und da darf ich einfach kein Foul spielen, da muss ich dahinter stehen bleiben, abwarten, was der Gegner macht und darf ihm nicht die Gelegenheit geben, dort bei einem Körperkontakt zu Boden zu gehen. Dann pfeifen die Schiedsrichter in der Regel Freistoß. Und aus dieser Standardsituation ist dann das 2:1 gefallen und danach wurde es für die Jungs immer schwerer und wir haben dann auch noch das dritte Tor hinnehmen müssen, wiederum nach einer Standardsituation von der rechten Seite, Eckball. Und dann war das Spiel verloren. Aber ich werde alles andere tun, als auf die Jungs jetzt draufschlagen, denn wir liegen gemeinschaftlich am Boden. Und dann haut man nicht drauf, sondern versucht die Jungs wieder aufzubauen.
Wir werden natürlich eine sehr, sehr harte Trainingswoche vor uns haben. Mir kommt die Länderspielpause eigentlich ganz gelegen jetzt, auch wenn wir das Spiel verloren haben, weil ich einige Defizite innerhalb der Truppe klar und deutlich erkannt habe. Und daran werden wir arbeiten, 8 Tage sehr, sehr intensiv und dann mit der Spielvorbereitung auf das Spiel in Dresden beginnen. Und der Druck wird natürlich immer größer, überhaupt keine Frage. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir mit den richtigen Maßnahmen, die wir jetzt treffen müssen in den nächsten 14 Tagen, dann auch wieder erfolgreich sein werden. Dankeschön.